Willkommen Leute zurück zu Prince of Persia. Jo, letzten Part haben wir einen neuen Gegnertyp kennengelernt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt euch einfach den Part an. Denn jetzt kann ich ehrlich gesagt nicht mehr dazu sagen. Also, dass wir Pharah jetzt, Pharah alleine losgezogen ist, um Leuten zu helfen. Und wir töten den jetzt. Wir haben Schuldgefühle und wir folgen Pharah jetzt, weil wir ununterbrochen im Visier jagen wollten. Aber die Bogenschützen haben sich nicht verändert. Schön zu wissen. Ich muss doch nicht da lang. Ach so, da. Das habe ich jetzt nicht erkannt. Ich sehe schon die Kette. Wir verändern uns an dieser Stelle, bin ich loslasse zum Prinzen. Ungefähr jetzt. Ha! Ich hab's gewusst. Oh, nee, doch nicht. Nimm's nicht, falls ich. Doch, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Nur schnell rausgeredet. Uah. Wumm. Pharah darf mich keinesfalls so sehen. Oh. Angst, dass sie dein neues Ich bevorzugt? Verkohltes Fleisch, entstelltes Gesicht. Das wird lieber auf den ersten Blick. Cooles Fleisch. Oh, warte zum. Stell es mir nicht. Lieber auf den ersten Blick. Ich dachte, ich sei euch losgeworden. Aber der. Au. Sind das Frauen? Ich weiß es gar nicht. Die sehen so komisch aus. Sieht aus, als würden sie hier. Ich weiß nicht. Die sehen wirklich aus wie Frauen. Es könnten auch welche sein. Aber ein bisschen hässliche Frauen, findet ihr nicht? Au. Tja, trefft ihren eigenen Verbündeten. Komm. Da, 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 da. Willst du mal bitte verrecken? Glaube ich. Der Tornado hält ja überhaupt, bringt ja überhaupt nichts. Der Kohl ist vielleicht ein städtes Gesicht. Lieber auf den ersten Blick. Nochmals, viel Glück. Das finde ich jetzt wirklich witzig. Ist das notwendig? Ja. Bist du sicher? Ja. Fein. Verschwende deine wertvolle Zeit mit der Prinzessin. Ich kann mir vorstellen, was der Visier gerade treibt. Sicher baut er seine Armee aus und quält Babylonia oder er plant die nächste Eroberung. Dabei sollte er in diesem Augenblick sterben. Ich habe mein Ziel nicht vergessen. Hab ich jetzt fast geglaubt. Ach. Hilfe zu Fernsicht. Wir sind der dunkle Prinz. Wir killen alle. Oh. Jetzt gibt es noch Frauen. Oh, verdammt. Oh, was machen die denn dafür? Was macht die denn da? Komm. Nimm das. Verreck. Mann, die geben keinen Sand. Das ist so schlecht. Über den kann ich nicht springen, oder? Doch. Ich hätte es nicht geglaubt, dass wir über die springen können. Ich mag zwar Frauen, aber das ist wirklich über... Frieden. Guten Tag, was gibt's denn Neues? Solche Frauen mag ich nicht. Das ist mir wirklich zu hässlich. Die einen gehen ja noch, die mit zwei Schwertern rumfuchteln, aber die mit zwei Dolchen rumwerfen, das ist nur wirklich zu ekelhaft. Und das liegt nicht am Aussehen oder so. Das liegt an ihren Kampftaktiken. Was ist das denn hier eigentlich? Nichts Besonderes. Ich muss weiter. Ich verliere Leben. Wo muss ich denn hin, um Gottes Willen? Ich muss hoch. Da, eine Säule. Kann sein, dass ich hier muss. Ja, muss ich sogar. Ich will uns mit. Oh. Guten Tag. Du hast uns da unten nicht kämpfen gesehen. Du bist ganz schön dämlich, weißt du das? Wir kämpfen da unten, der merkt das nicht.
Was soll man dazu sagen? Ich hätte, der hätte uns eigentlich beschießen können. Oh. Was? Einmal, zweimal das. Au. Eins, zwei. Nein. Eins, zwei. Nein, falsch. So. Mal Befehl so testen. Eins, zwei. Eins, zwei. Nein, das sind dreimal. Eins. Eins, zwei. Eins. So. Ach, scheiß drauf. Wer braucht das schon? Ich kill sie alle so oder so. Guten Tag. Oh, falsche Taste. Trotzdem gewonnen. Oder, nee, zu weit hinten besser gesagt. Etwas mehr hatte ich schon erwartet. Auf der Insel der Zeit warst du so konzentriert, so entschlossen. So selbstsüchtig. Unsinn. Du versuchtest nur zu schützen, was dein eigen war. Was ist daran verwerflich? Das ist... Seht euch um. All die Zerstörung ist mein Werk. Ja, im Grunde genommen hat der recht. Das ist sein Werk. Hätte, wäre er ehrenhaft gestorben, als er seinen ersten Fehler gemacht hat, dann wäre alles noch friedlich. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, ich habe das Ding aktiviert. Der Typ da hinten nervt. Gut, rüber, 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 rüber und schwing. Selbst der kann uns nicht erwischen. Ich habe den gar nicht gesehen. Au. Dafür büßt du, weißt du das? Weil da hinten, da war eine Tür. Und hier ist auch offen. Und ich glaube, Lebensenergie können wir nicht als Sandgeist nehmen oder so. Erstmal Wissen verwandeln. Da. Da, da, da. So. Ich muss mal jetzt mal kurz unterbrechen. Wir sehen uns ja gleich wieder. So, weiter geht's. So. Wir sind ja. Wo sind wir Deutsch? Ach, da ist unser Deutsch. So, jetzt haben wir uns wieder verwandelt. Na, ich mag doch den dunklen Prinzen. Im Freudenhaus herumlungern, während deine Stadt vor die Hunde geht. Nennst du das Heldentum? Ich bin für Fahrer hier. Du bist nicht für Fahrer hier, sondern nur für dich. Gott. Sie hat Schuldgefühle in dir geweckt und du willst sie widerlegen. Du bist wohl kaum aus Selbstlosigkeit hier. Ihr kennt meine Motive nicht. Ihr au, kennt mich au. Nicht. Au, 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 au. Ich bin du. Je eher du das begreifst, desto besser. Ja, ja. Also die Motive kennt er. Ja, ja, der ist uns. Nein, oh, es wäre zu knapp. Fast wäre ich drüber gesprungen. Und tschüss. Nett, dich gekannt zu haben. Es war mir eine Ehre. Ich kenne immer gerne blöde Bogenschützen. So. Ach, da ist unsere Fahrer wieder. Was wollt ihr? Ich habe über eure Worte nachgedacht. Ihr habt recht. Ich nehme an, um die kümmern wir uns. Seht ihr nicht, dass wir mitten im Gespräch sind? Wenn ihr wirklich den Tod sucht, dann wartet ihr. Die war doch auch bei Kalina. Ich habe alle Wachen getötet. Es dürfte sicher sein. Geht zu der Frau und befreit sie. Ich kümmere mich um die hier. Ja, sicher. Die war doch auch da, genauso wie, wie dieser eine Fettsack da, den wir bekämpft haben. Na, es kann ein Spaß werden. Noch ein Boss. Ich nehme mich jetzt mal einfach an. Das ist gut. Du willst Fahrer retten und schickst sie erneut ins Gütsche. Unterdessen läufst du hinter der anderen her, mein Held. Ihr wisst genau, oh, dass das Freudenhaus jetzt sicher ist. Wenn ich jedoch dieses Sandmonster nicht töte, wird es für Fahrer gewiss zu einer Gefahr. Ich sehe schon Boss-Lebensbalken. So, erstmal ein Schlückchen nehmen. Soll ich hier vor? Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weiter erzählen. Aber ich würde sagen, den Boss kämen wir im nächsten Part. Bis dann.